Mein Name ist Hermann Josef Hack und ich habe das Goethe-Institut Lima heute besetzt mit einem Expeditionscamp. Das Ganze ist ein Teil eines größeren Projektes, das heißt Global Brainstorming Project, was ich schon seit 25 Jahren mache. Und mit einem Teil dieses Global Brainstorming Projects, einem Klimaflüchtlingslager, bin ich auch in einer Ausstellung vertreten, die hier gerade im Museum in Lima ausgestellt wird. Mit meiner Arbeit will ich die sozialen Auswirkungen dieser globalen Veränderungen künstlerisch aufarbeiten. Das heißt aber nicht nur für mich, sondern ich will Angebote schaffen an die Allgemeinheit, damit wir gemeinsam, nur wir können das gemeinsam nur machen, diese Katastrophen aufhalten und auch für die Menschen etwas machen, die sich nicht wehren können. Als Künstler frage ich mich natürlich, was kann die Kunst machen? Was kann ich als Künstler tun, als Einzelner? Und was vor allen Dingen können wir in der Gemeinschaft machen? Ich kann Bilder malen und die ausstellen, aber es wird sich nichts ändern. Ich habe jetzt ein neues Projekt angefangen, das heißt Bewohnbare Bilder. Dieses Projekt sieht so aus, dass ich diese Bilder hier, die ich ja auf Zeltplan male, zu Zelten mache, also Zelten für Flüchtlinge. Denn ich denke, das Wertvollste, was ich habe, sind meine Bilder. Und was kann ich den Flüchtlingen, die es ja immer mehr geben wird, auch Klimaflüchtlingen, was kann ich denen geben, außer meinen Bildern? Also baue ich Zelte für sie. In einem Workshop werde ich hier mit Studierenden aus Lima neue Interventionen machen, die sich direkt an die Bevölkerung wenden, die in die Stadt gehen. Also diese sind nicht nur eine Sache im Studio, sondern das sind Dinge, die wir auf der Straße machen wollen. Eine dieser Aktionen wird sein, das Thema Wasser, was hier sehr drängend ist, dieses Thema Wasser in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich sehe hier Menschen, die mit dem Wasserschlauch an Anlagen stehen und einfach nur Wasser verschütten. Und auf der anderen Seite gibt es hier Gebiete, wo es gar kein Trinkwasser gibt. Also ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch viel länger beschäftigen wird. Und zu diesem Thema wollen wir eine Aktion machen. Es geht darum, dass wir das Wasser als besonders schützenswert zeigen wollen. Wir werden Wasser in einer Eimerkette über die Straße tragen. Wir werden Wasser quer durch die Stadt tragen, aber ganz behutsam und werden das einem Eimer in den anderen schütteln und so der Öffentlichkeit draußen, zufälligen Passanten, zeigen, dass wir das Wasser als sehr wertvoll ansehen. Und um das auch ein bisschen interessant zu gestalten, haben wir uns Uniformen gemacht für eine Wasserpolizei, Policia Agua, mit der wir dann in die Stadt gehen und dann, wenn der Verkehr es erlaubt, eine Kette bilden, um den Leuten zu zeigen, dass dieses Wasser eben sehr behutsam behandelt werden soll. Und wir verteilen Flyer, auf denen eben steht, wir behandeln das Wasser sorgfältig, was machst du? Wir haben festgestellt mit unserem europäischen Blick, dass also hier in der bildenden Kunst sehr stark noch sich mit der eigenen Person beschäftigt wird, mit dem, wo komme ich her, was bin ich, was hat mich geprägt, wo habe ich oder meine Vorfahren haben gelitten. Also sehr viel mit der eigenen Persönlichkeit, mit der Herkunft. Und wir wollen auch mal zeigen, was passiert denn, wenn ich weiß, wo ich herkomme, schau mal nach vorne, was passiert denn jetzt in nächster Zeit? Wir haben eine Riesenproblematik im Umweltbereich und da müssen wir nach vorne schauen. Und das Angebot ist halt auch für die Studierenden hier mitzuwirken und sich das mal anzuschauen und vielleicht auch ein bisschen mal so zu lernen, wie man Interventionen macht. Auch bei uns in Deutschland ist das jetzt nicht üblich, dass solche politischen Aktionen so als auf der Kunsthochschule gelehrt werden. Aber überall da, wo ich jetzt aufgetreten bin, also wo wir Aktionen gemacht haben, sehe ich, dass die Leute verstehen, das ist ein Weg, um Menschen zu erreichen. Und das ist vielleicht auch ein guter Weg,
will nicht sagen der beste Weg, aber ein guter Weg, um gerade diese Themen zu vermitteln. Also das kann ich nicht mehr, indem ich Bilder male und an die Wand hänge. Das reicht nicht mehr aus. Diese Thematik braucht eine besondere Sprache und die muss auch global sein, die muss auch viele Themen ansprechen. Was wir machen, ist auf die Straße gehen, in die Öffentlichkeit gehen und versuchen, Menschen einzubeziehen, damit wir nicht isoliert bleiben in unserem White Cube Museum, sondern dass wir uns öffnen nach draußen und die Leute einbeziehen. Insofern stehe ich da eher in der Tradition von Joseph Beuys, der mit seiner sozialen Plastik ja schon gesagt hat, jeder Mensch ein Künstler und diese gesellschaftliche Skulptur definiert hat. Ich gehe nur einen Schritt weiter und sage, heutzutage brauchen wir eine globale soziale Skulptur. Also nicht nur in unserer kleinen Gesellschaft, sondern wir müssen das auch weltweit denken. Denn schließlich heißt es ja, nur die Kunst kann uns noch retten. Alles andere, die Wirtschaft, alle möglichen Teile der Gesellschaft haben ihre egoistischen Gründe für ihre Arbeit oder für das, was sie tun. Die Kunst, die Kultur ist der einzige Weg, um die wirkliche Rettung herbeizuführen.